Sportunterricht im Freien. Und das nicht etwa auf dem Schulhof, sondern direkt vor dem Rathaus. Schüler, ihre Eltern und Lehrer des Humboldt-Gymnasiums in Trier protestieren auf diese Weise gegen die schlechte Raum- und Ausstattungssituation an ihrer Schule. Wir haben seit Jahren eigentlich massive Raumprobleme. Das bedeutet, dass nicht unbedingt, es fehlen auch Klassenräume, aber das wird schon kompensiert dadurch, dass die Oberstufenschüler immer, sobald die Mittelstufe Fachunterricht hat, in deren Klassenräume geht. Das bedeutet natürlich für die Schüler, für die Kinder, dass sie nichts Privates liegen lassen können, dass sie immer den Ranzen mitnehmen müssen. Bedeutet auch, dass wir keinerlei Aufenthaltsräume haben, bis auf einen ganz kleinen Aufenthaltsraum für die Oberstufe. Aber auch in der Mittelstufe gibt es ja schon Nachmittagsunterricht und die Kinder können also nirgendwo eine Pause machen oder was essen, da auch die Mensa zu klein ist für so eine große Schule. Im Juli fand bereits die zweite Sportaktion vor dem Rathaus statt. Auf die Idee kamen die Organisatoren auf einem von vielen Strategietreffen. Wir haben so eine Arbeitsgemeinschaft Raumnot am HGT. Wir arbeiten sehr eng mit der Schulleitung, der Schülervertretung und dem Schulelternbeirat zusammen. Und wenn man so in einer größeren Gruppe sitzt, überlegt man. Und dann ist das so gemeinsam entstanden, dass wir gesagt haben, das ist doch was, wo man sich ein bisschen ins Gespräch bringen kann. Weil ich glaube, das größte Problem ist, dass man sich immer wieder versucht, der Situation anzupassen und kein anderes mitbekommt, weil dann passiert gar nichts. Und damit sich genau dies ändert, werden die Schüler aktiv. Mit Transparenten und Plakaten ziehen sie vors Rathaus. Denn dort sitzen ihrer Meinung nach die Verantwortlichen. Wir erhoffen uns, dass die Trierer Politiker uns gestatten, in die Robert-Schumann-Realschule zu gehen. Die ist für uns sehr nahe gelegen und dort sind einige Räume vorhanden, die wir sehr gut gebrauchen könnten. Unter anderem auch eine Aula, wo wir mit mehr Leuten reingehen könnten, da unsere ja sehr beschränkt ist. Fachräume, neue Klassenräume, wo man dann vielleicht ältere Schüler hinauslagern könnte. Noch steht dieser Möglichkeit jedoch ein Stadtratsbeschluss im Wege. Solange möchten Schüler, Eltern und Lehrer weitermachen, auch außerhalb ihres Schulgebäudes.